Ja, noch ein bisschen was Kurzes zwischendurch. Ist quasi keine Runtime, aber ja, Schadenfreude ist die schönste Freude. Und zwar war ich gerade bei Semper-Video, was glaube ich, ein Video am Gucken. Und da kommt ja ab und zu mal ein bisschen Werbung davor. Wer Semper-Video nicht kennt, das ist halt auch eher so IT-Themen und ja, er weiß halbwegs, was er tut. Und dann kam halt davor hier diese Werbung der DEVK für ihr Premium-Rechtsschutz, ID-Schutz. Chatten, shoppen, posten, das Internet bietet tausend Möglichkeiten. Doch Vorsicht, Internetkriminalität kann jeden treffen. Wir bieten sicheres Surfen mit dem Premium-Rechtsschutz der DEVK. Und da erklärt uns dann hier oben diese nette Eva, dass das ja alles ganz gefährlich ist. Leider, jada, jada. So, wer sich jetzt ein bisschen mit IT-Sicherheit auskennt, klar, ich schütze mich durch eine Rechtsschutzversicherung und nicht dadurch, dass ich mein Hirn einschalte. Mein Gott, soll auch eine Möglichkeit sein. Naja, whatever. Jedenfalls konnte ich mir den sarkastischen Kommentar nicht verkneifen. Ist praktisch, wenn mir jemand die Identität klaut, dann kriege ich ja eine Kopie von denen wieder zurück. Dann habe ich sie ja wieder. Jedenfalls war ich nicht der Einzige, der da blöde Kommentare zu abgeben musste. Und unter anderem kam hier Hans Wurst und der hat dann etwas geschrieben. Ja, schade, und hat dann erklärt, dass die Zugangsdaten fürs PayPal-Konto nicht in ein öffentliches Forum schreiben solltest und so weiter und so fort. Und ja, die DEVK hat sich dann genötigt, da zu antworten. Und wenn wir mal ein bisschen runtergehen und die Antworten einblenden. Wie sieht denn die Antwort der DEVK aus? Normal 021. Was? Nun ja, offensichtlich sind die noch nicht so ganz mit den Social Media Sachen vertraut, denn false, 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 Microsoft Internet Explorer 4, Span Style Font Family und so weiter und so fort. Und dann ist der Text tatsächlich noch dazwischen, aber irgendeiner hat hier offensichtlich versucht, das Microsoft Office generierte HTML in die YouTube-Kommentare zu posten. Liebe DEVK, so als kleiner Tipp, das funktioniert nicht. Ist aber schön zu sehen, dass die Leute, die mir einen Rechtsschutz und ID-Schutz fürs Internet anbieten wollen und mir dadurch sicheres Surfen ermöglichen wollen, sich so gut mit der Technik auskennen.